Guten Tag, ich bin Wolfgang Prägler und ich möchte Ihnen heute Bilder zeigen von schönen Seiten Bückeburgs und auch von einigen unbekannten Stellen Bückeburgs. Die ehemalige Wasserburg aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts wurde später zu einem prächtigen Schloss umgebaut. Und darin können wir nicht nur repräsentative Festräume sehen, sondern auch eine Badewanne, in der einst der deutsche Kaiser gesessen hat. Die Schlosskapelle wurde schon zu Zeiten der Wasserburg gebaut und im Mausoleum können wir unter der Decke noch die Schäden des Zweiten Weltkrieges sehen. Das ist der Rest des Stadtwalles und an einem anderen Hauseingang hängt ein zerrissener Geldbeutel. Die Stadtkirche stammt aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts und unter ihrem Dach hat sogar der Teufel ein Zuhause. Und da gibt es sogar eine Sonnenuhr, die man von der Straße gar nicht sehen kann. Am Marktplatz steht das Rathaus und hier fliegt am Vorabend des 1. Mai eine der Brockenhexen vorbei. Wohlhabende Bückeburger Familien haben diese teuren Buntglasfenster gespendet und auf dem Schlosstor steht die Invidia. Beschützt werden die Bürger durch Polizisten aus kaiserlichen Zeiten und auch den Anfangsjahren des Landes Niedersachsen. Das ist die älteste Kirche Bückeburgs aus dem 12. Jahrhundert. Drumherum auf dem Friedhof sehen wir Grabstellen berühmter Bückeburger Bürger. Schöne Fachwerkhäuser sehen wir bei der ehemaligen Landwirtschaftsschule und auch dem ehemaligen Armenhaus der Stadt. Den mittelalterlichen Pranger finden wir an einem Kirchturm. Im Palais wohnten die Witwen der Familie von Schaumburg-Lippe. Das Krankenhaus Bethel ist inzwischen Geschichte. Und an der Georgstraße finden wir solche hochherrschaftlichen, repräsentativen Villen. Das Museum für Stadtgeschichte und Schaumburg-Lippische Landesgeschichte zeigt eine Trachtensammlung und auch andere Ausstellungsgegenstände. Fachwerkhäuser zeigen Dekorationen im Stil der Weserrenaissance und in der Trompeterstraße sehen wir ein Freihaus, was von einem Freiherrn bewohnt wurde. Nicht nur in Ägypten, sondern auch im Schaumburger Wald gibt es Grabpyramiden und gleich nebenan Schloss Baum erleben wir im Sommer diese Freilufttheatervorführungen. Und dann können wir noch erleben, wie zu Beginn des 17. Jahrhunderts Fürst Ernst mit einem großen Tross durch sein Reich zog.